Ich zeige euch, wie ihr eure Form richtig säubert und lagert. Ich nutze dazu einfaches Klebeband und wickle dieses um meinen Finger. Damit könnt ihr dann über eure Form gehen und Haare, Staub oder restliches Harz entfernen. Danach könnt ihr die Form zwischen zwei Pappen lagern. Dazu später mehr. Auch Formen, die Musterungen haben, könnt ihr ganz easy mit dem Klebeband reinigen. Geht dazu ruhig richtig in die Zwischenräume. Lagert eure Formen am besten zwischen den mitgelieferten Pappen von Melbmolds. Wer mag, kann die Form mit einem Gummi fixieren. Ich nutze das gerne bei kleineren Formen. Für weitere Informationen zum Vermeiden gängiger Probleme bei der Verwendung von Harzformen besuchen Sie bitte unsere Website unter melbmolds.com.